Das Wort für die Fraktion der AfD hat der Abgeordnete Dr. Frank Brodel. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Gast. Ja, wir leben ja in einem Land, in dem es wir leben in einem Land, in dem es spätestens seit den 70er Jahren dann nicht mehr gleichgültig ist, wie unsere Schüler von Elternhaus zur Schule kommen. Und ist die Strecke zu lang oder nicht zumutbar, bewilligen die Kreise in der Regel die anfallenden Beförderungskosten. Und obwohl das in unserem reichen und gesegneten Land natürlich durchaus eine Selbstverständlichkeit sein sollte und auch ist, erst recht, nachdem die Schullandschaft sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr ausgedünnt hat, darf ruhig einmal betont werden, dass bei der Schülerbeförderung natürlich auch tatsächlich Kosten entstehen. Und damit man diese überschaubar halten und planbar halten kann, ist es bislang so, dass in der Regel lediglich die Kosten zur nächstgelegenen Schule übernommen werden. Und nun äußert der SSW, dass diese Praxis nicht vermittelbar sei und gewissermaßen, um noch einen draufzusetzen, wird argumentiert, dass die Verweigerung der Kostenübernahmen die freie Schulwahl einschränke, und zwar für Kinder aus finanzschwächeren Elternhäusern. Die AfD teilt diese Auffassung nicht und sieht davon abgesehen in einem Handlungsbedarf in ganz anderen, wichtigeren Bereichen, aber dazu später vielleicht mehr. Zunächst einmal dazu, dass die freie Schulwahl für Kinder aus ärmeren Elternhäusern eingeschränkt sei. Eine wirklich freie Schulwahl könnte dann sowieso nie Wirklichkeit geben, und zwar so lange, wie es Einkommensunterschiede gibt oder auch eben Elternhäuser mit einem geringeren und einem größeren Zeitbudget. Und aus diesem Umstand aber eine generelle Benachteiligung zu konstruieren, das wirkt wirklichkeitsfern. Zur Realität: immer dann, wenn es gewichtige Gründe gibt, dass ein Schüler nicht auf die nächstgelegene Schule X gehen sollte, sondern auf eine weiter entfernte Schule Y, kann heute schon die Übernahme der Beförderungskosten durch die Eltern beantragt werden. Und das ist auch gut so, dass die jetzige Regelung dann auch immer im Einzelfall geprüft wird. Und mir ist bislang tatsächlich kein Fall bekannt geworden, in dem trotz hinreichender pädagogischer Gründe gegenteilig entschieden worden ist. Das Argument der Benachteiligung trifft also meines Erachtens nicht so zu. Und nur noch zum Punkt der vermeintlichen Nichtvermittelbarkeit der gängigen Praxis. Auch das sehe ich tatsächlich anders. Denn natürlich wird jeder Mann und auch jede Frau, dem oder der jetzt schon klar ist, dass mit der Schülerbeförderung eben auch Kosten verbunden ist, zustimmen, dass die Kosten sinnvoll geplant und begrenzt werden sollten. Und die Forderung, jedem Schüler quasi unbegrenzte Freikilometer einzuräumen, diese Idee ist nicht vermittelbar. Und wir haben eben schon über Schülerströme gesprochen. Die Probleme ergeben sich nicht von Kiel bis nach Flensburg, sondern insbesondere in den städtischen Ballungsgebieten, wenn man etwa in Stockelsdorf wohnt und dann aber unbedingt nach Lübeck gehen möchte, obwohl eine Schule in Stockelsdorf im Kreis Ostdeutschland vorhanden ist. Was von dem Antrag bleibt, ist aber durchaus die berechtigte Kritik, dass Kreisgrenzen bei der Schülerbeförderung ein nicht unerhebliches Problem darstellen. Und das, Herr Harms, das ist tatsächlich nicht vermittelbar. Und es kann auch nicht sein, dass Kreisgrenzen über den Bildungsweg von unseren Kindern entscheiden. Dennoch ergeben sich bis jetzt aus den genannten Gründen, aus dem vorliegenden Entwurf, mehr Fragen als Antworten. Und wenn wir im Ausschuss aber darüber sprechen, können wir ja möglicherweise auch Ihren Antrag nutzen, um davon ausgehen, über die meines Erachtens wirklich dringenden Fragen der Schülerbeförderung zu sprechen. Etwa die schwierige Frage, die auch in diesem Haus schon oft behandelt worden ist, aber die einfach offen bleibt für viele Eltern und für viele Schüler, wie wir diese Fahrtkosten im Sek-2-Bereich regeln oder bei den Berufsschülern, wie wir diesen die Fahrtkosten erstatten können. Denn da sind die Folgen tatsächlich teils fatal, dass bestimmte Ausbildungen nicht angetreten werden, weil die zuständige Berufsschule eben viel zu weit weg ist. Was mir bleibt, ist Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit und eine gesegnete Weihnachtszeit zu wünschen. Vielen Dank.